Welcome back zu einem neuen Video hier auf unserem Channel. Heute nehmen wir euch mit auf einen kleinen Roadtrip zu einem der bekanntesten Bergdörfer Zyperns. Und bevor wir aber den Roadtrip starten, starten wir jetzt erstmal bei der Bäckerei Zorbas und holen uns einen Coffee to go und einen kleinen Snack. Kaffee und einem leckeren Donut geht es für uns jetzt los. Ich möchte euch aber jetzt hier auf alle Fälle noch den Tipp da lassen. Wenn ihr auf Zypern seid, dann packt die Bäckerei Zorbas unbedingt auf eure Bucketlist. Das ist eine der bekanntesten und wahrscheinlich besten Bäckereien hier auf Zypern. Dort bekommt man wirklich von Croissants über frisches Brot, Torten, Kuchen, Eis, so ziemlich alles. Die Bäckerei hat 365 Tage im Jahr 24/7 geöffnet, also auch für alle, die nachts irgendwie einen Heißhunger bekommen und Lust auf irgendetwas Leckeres haben. Zorbas ist eure Rettung. Und für uns geht es jetzt weiter zu unserem ersten Spot, zu einem der wahrscheinlich schönsten Aussichtsplätze in der Region Larnaca. Für uns geht es nun knapp 40 Minuten durchs Hinterland von Zypern, bis wir den ersten Spot erreichen. Wir sind angekommen an einem der wahrscheinlich schönsten Viewpoints hier in der Region Larnaca, und zwar beim Stavrovuni-Kloster. Das befindet sich auf der höchsten Erhebung hier in der Umgebung und man hat einen wunderschönen 360-Grad-Blick. Wenn man hier einen schönen, klaren Tag erwischt, dann kann man wirklich von Limassol über Larnaca bis runter nach Kap Greco bzw. bis zum Kyrenäergebirge in den Norden von Zypern blicken. Also wirklich wunderschön. Das Kloster selbst ist eines der bekanntesten oder wahrscheinlich bedeutendsten hier auf Zypern. Dieses beherbergt einige der ältesten Reliquien hier auf Zypern. Das Kloster wurde im Jahr 328 nach Christus so etwas erbaut. Das mit dem Zutritt zum Kloster ist etwas tricky. Erstens, es kommen nur Männer rein. Diese müssen allerdings lang gekleidet sein, also langarm Hemd und lange Hose. Und das mit den Öffnungszeiten ist auch so eine Geschichte. Man weiß nicht so ganz genau, wann hier geöffnet ist und wann nicht. Frauen müssen generell draußen bleiben, also Frauen können sich hier am Plateau die schöne kleine Kirche ansehen und die Aussicht genießen. Was hier auch noch strikt verboten ist, das sind alle möglichen Flugobjekte wie eine Drohne. Man darf auch nicht paragliden oder sonst irgendetwas. Hier lohnt es sich einfach herzukommen wegen der wunderschönen Aussicht. Was man hier auch noch machen kann, was allerdings im Sommer vielleicht nur in den Morgenstunden oder in den späteren Nachmittagsstunden zu empfehlen ist, es gibt wunderschöne Naturtrails hier rund um das Stavrovuni-Kloster.
Dazu gibt es auch eine sehr coole App, wo man sich diese Trails raussuchen kann für alle Schwierigkeitsgrade. Die nennt sich All Trails Zypern. Die blende ich euch hier jetzt ganz kurz ein. Und es lohnt sich einfach wirklich da mal vorbeizuschauen. Da gibt es wirklich über ganz Zypern die verschiedensten Routen, Trails für Wandern, Radfahren, mit Hunden, alles Mögliche. Und ich denke mal, im Winter zum Beispiel ist es hier absolut traumhaft, um wandern zu gehen. Und wir werden uns jetzt hier noch ganz kurz ein bisschen das Surrounding ansehen und dann geht es für uns auch schon weiter zu unserem nächsten Spot und zwar zu einem der berühmtesten Bergdörfer hier auf Zypern, Lefkara. Los geht's! Die Fahrstrecke nach Lefkara ist richtig schön, man hat so tolle Aussichten, kann unterwegs auch an so einen Picknickplatz Halt machen. Wenn es nicht so heiß ist, wie es gerade heute ist, dann kann man auch super schöne Wanderungen in der Natur machen, einfach das Auto irgendwo an der Seite stehen lassen und ein bisschen wandern. Schön, dass Hinterland von Zypern auch sein kann. Leider ist auch sowas traurige Realität hier auf Zypern. Also egal, ob man jetzt an der Küste ist oder im Hinterland, so Müllablagerungen findet man leider überall. Angekommen im Bergdorf Lefkara, eines der bekanntesten Dörfer hier auf Zypern, welches auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und weltweit für die Lefkara-Spitze und das Handwerk und den Silberschmuck hier bekannt. Man munkelt sogar, dass Leonardo da Vinci damals hier war und eine berühmte Lefkara-Spitze für den Dom in Mailand gekauft haben soll. Wir werden auf alle Fälle jetzt ein bisschen hier durch die Gassen schlendern in Lefkara, werden uns irgendwo einen kühlen Drink genehmigen und zeigen euch einfach ein bisschen dieses schöne Bergdorf und ich melde mich dann später nochmal mit einem Fazit zu diesem schönen Ort. Ein kleiner Tipp, den ich euch hier lassen möchte, wenn ihr euch die Kirche, The Church of the Holy Cross, ansehen wollt, welche übrigens im 14. Jahrhundert errichtet wurde und wirklich majestätisch ist, dann solltet ihr vielleicht nicht in dem Dresscode unterwegs sein, wie ich es heute bin. Ansonsten kommt ihr nicht in die Kirche rein. Da müsst ihr euch ansonsten so ein Tuch umbinden. Also Hüte, Kopfbedeckungen muss man ablegen und man sollte eine lange Hose anziehen. Und dann zahlt man 2 € Eintritt und dann kann man die Kirche von innen bestaunen. Wobei ich sagen muss, es ist jetzt innen nicht unbedingt etwas Besonderes. Also die Kirche ist von außen viel, viel schöner als von innen. Man hat dort vom Platz, wo die Kirche ist, einen tollen Blick auf Lefkara und die umliegende Region, was wirklich sehr schön ist. Ganz in der Nähe befindet sich auch einer der bekannten Instagram-Hotspots hier von Lefkara. Am Ende des Tages, ich kann euch wirklich empfehlen, kommt mal hierher. Es ist ein toller Ort und man muss es einfach mal gesehen haben. Es ist ganz ein eigener Vibe hier. Ja, mir gefällt es super gut. Wenn ihr schon mal hier wart, dann könnt ihr uns das ja gerne in die Kommentare schreiben, wie euch der Ort gefallen hat. Bye.
waren jetzt ungefähr eine Stunde hier in Lefkara unterwegs und das ist wirklich ein absolut traumhafter Ort. Also wenn ihr hier auf Zypern seid, dann solltet ihr euch das unbedingt auf eure Bucketlist schreiben. Es ist wirklich ein sehr schöner Ort. Also es ist sehr altherkömmlich, sehr traditionell und man kann hier sehr viele Sachen machen. Man kann schöne Fotospots finden, man kann hier sehr viele tolle Cafés und Tavernen finden mit leckeren Getränken, leckerem Essen. Man kann auch an diversen Workshops teilnehmen, sei es das Silberhandwerk oder den Damen hier beim Häkeln der Lefkara-Spitzen zuzusehen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserem letzten Spot für diesen Roadtrip. Und zwar geht es für uns jetzt in ein nahegelegenes Naturreservat. Bin schon sehr gespannt, was uns dort erwartet. Da waren wir selbst noch nie. Eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, die ist mir jetzt gerade noch am Weg zum Auto eingefallen, wofür Lefkara auch sehr bekannt ist. Das sind die verschiedensten Museen, die man hier besichtigen kann. Also egal, ob das jetzt ein Museum über die Handwerkskunst ist oder ein Volkskultur Museum. Das kann man auf alle Fälle auch noch auf die Liste packen, wenn einen das interessiert. Genau, das wollte ich euch jetzt noch ganz kurz da lassen. Tja, lange ging unsere Fahrt nicht. Wir haben nämlich einen platten Reifen. Und sind gerade sehr froh, dass wir zumindest hier in Lefkara sind und nicht irgendwo draußen in der Pampa, dass uns das hier passiert ist. Und wir haben gerade oben in einem Restaurant nachgefragt, im Dorf. Und die Menschen hier sind wirklich so nett. Und wir haben jetzt gerade jemanden gefunden, der uns hilft. Und fingers crossed, dass wir weiterkommen. Der nächste Car-Service hier ist nämlich 16 Kilometer entfernt. Und jetzt mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Nach der ganzen Geschichte mit unserem platten Autoreifen mussten wir unseren dritten Spot für dieses Video leider canceln und sind jetzt nach Hause gefahren. Wir sind Gott sei Dank gut zu Hause angekommen. Tut uns sehr leid, aber wir hoffen, wir können das in einem der nächsten Videos vielleicht nochmal zeigen. Ich blende euch das hier jetzt trotzdem noch ganz kurz ein. Das wäre das Dipodamas Reservoir gewesen. Da hat man sehr, sehr schöne Orte, um picknicken zu gehen. Fischer treffen sich dort auch gerne und die Natur dort soll super schön sein. Ich blende euch das hier jetzt ganz kurz ein. Könnt ihr selber mal ein bisschen Research machen, falls ihr in der Gegend seid und das besuchen wollt. Wir hoffen, wir kommen ein andermal dort vorbei. Das war's dann mit unserem Video. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar coole Eindrücke von Lefkara da lassen, auch von dem Stavrovuni-Kloster, dem wunderschönen Aussichtspunkt. Wenn ihr noch mehr über Zypern erfahren wollt, dann schaut gerne hier in unserer Zypern-Playliste vorbei. Da haben wir schon sehr, sehr viele Videos zu Zypern gepostet. Da kommen auch laufend Videos in Zukunft wieder dazu. Somit sagen wir Dankeschön, dass ihr da wart. Wenn euch das Video übrigens weitergeholfen hat, wenn euch das gefallen hat, lasst uns super gerne ein Abo da und somit freue ich mich, wenn wir uns in einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut, bis dann! Hey, I heard you want to leave this place, but we